mal Sand. Einfach nur ein bisschen Sand von da nach da. Ob wir das hinkriegen, Schwertransport? Standardlieferung. Kann ich irgendwo stehen? Achso, da, Ladungsgewicht. 25 Tonnen. Ja, sollte ich mal schaffen, ne? Weil so Schwertransport haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben jetzt ja einen Truck, der ein bisschen mehr leisten kann. Machen wir mal eben. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Ich fahre lieber. Bitch. So. Biege nach links ab. Ja. Spannend, ich muss erstmal gucken, ob Verkehr da ist. Ich gebe voll Gas, Alter. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Micha, 558 Dollar, Euro eingenommen. Das muss aber eine kleine Fernfahrt gewesen sein. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Machen wir. Oh, ein Hotel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, das hat ja geklappt, das ist schon mal gut. Steinbruch. Endlich, wir sind da. Ha. Muss ich oben rum, muss ich unten rum? Weiß ja nicht, ob ich da durchkomme. Ich will es auch nicht probieren. Probieren wollte ich gerade sagen. Soll ich da wirklich reinzirkeln? Oh Mann, ey. Das Spiel hat keine Gnade heute mit mir. Zum Losfahren. Jawohl, let's go. Dann nehme ich doch erstmal noch ein Schlückchen. Gut.
fahren wir mal einen Schwertransport, ne? Gucken mal, was die Karre kann. Ich zu weit vorne, kommst nicht durch. Das wird aber scheiße für mich jetzt. Warte mal. Fahr durch, Alter. Da komme ich doch niemals im Leben rum sonst. Saalfelden. Wer kennt es nicht? Das wunderschöne Saalfelden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Mach ich. Und der Badi, schmeckt dein Futter? Am Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Morgigen Tag müssen wir mal gucken, ob ich schon einen Volvo-Händler habe. Ich will mal gucken, was da noch so gibt. Einfach mal so Interesse halber. Ich finde, der zieht gut durch. Aber gut, ich habe ja auch gesagt, was sind das? Knapp 4 Tonnen mehr als das, was wir sonst normal auch hätten fahren können. Also. Aber wir ziehen das hier anscheinend auch komplett durch die Berge. Wenn ich mir die Straßen so angucke. Wie geht's denn der Marie? Ist die noch da? Ist sie noch am Start? Ja, um sonst auch noch mal auf das Thema wohin zu kommen. Das wird jetzt natürlich nach und nach immer mehr gemacht dann. Ne? Also nicht nur das Logo, was ich jetzt gemacht habe. Wie gesagt, der Kaktus, der wird überarbeitet ein bisschen. Mehrere Posen kriegt er und so. YouTube-Banner, Twitch-Banner. Was man so braucht. Unten für die Panels, Bilder.
Also wird sich mal so nach und nach, wenn es was Neues gibt, wird sich das ändern hier auf dem Kanal oder auf allen Kanälen. Irgendwann auch nochmal eigene Emojis. Die wir jetzt haben, sind ja einfach nur gekaufte. Aber aus dem jetzigen Kaktus, der da ist, soll ja auch irgendwann Emojis entstehen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Alter, ist schon ein bisschen geil auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nimm diese immer so Ausfahrt. Oh Gott. Komm ich da durch, ja? Ah, hier muss er aber jetzt noch ein bisschen ackern. Das funktioniert. Es juckt gerade in meinem Ohr. Das ist auch sehr unangenehm. Muss mal waschen. Ich glaube, mit dem anderen waren wir schlimmer dran. Es ist jetzt schon eine Weile her, deswegen kann ich es nicht mehr so hundertprozentig. Aber da waren die Berge auch nicht mehr als das. Und da, glaube ich, ganz schön teilweise mit 20 hochgekrebelt, oder? Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Begrenzung. Oh ja. Ich will erstmal darauf achten, dass ich nicht von aus der Bahn fliege. Blöde Kuh! Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eh abbremsen, sonst lande ich gleich im Wald. Bisschen langsamer hier am Berg fahren, ey, das ist... Ich sehe mich sonst schon runterfliegen, glaube ich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Haben wir. Ab.
Alter! Kommt ihr jetzt alle her? Ist hier ein Nest aufgegangen oder was? Das ist mitten in der Nacht. Schickimicki, könnt ihr zu Hause machen? Oh, Alter! Zell am See. Es klingt, als hätte ich lieber nach rechts abbiegen sollen. Schon ein bisschen konzentrieren sollte. Wobei ich mich immer konzentrieren sollte, so wie ich teilweise fahre, wissen wir ja. Ich bleib jetzt erstmal hier. Oder auch nicht. Nächster Tunnel durch den Berg. Echt interessant, die Tour. Einkommen 1600. Ich platze fast. Wenn da was über ist, nehme ich das. Ich hoffe, es ist gemundet. Sorry. Alles hat er sich reingedrückt. War voll lecker. Das ist schön, dass es lecker war. Ich finde ja immer oft, wenn man sich jetzt so Essen, so bestimmtes Essen, griechisch, italienisch. Obwohl italienisch geht, wenn es Nudeln mit Soße ist und so, aber ich sag mal, du bestellst griechisch und willst Tzatziki mit Gyros oder sowas oder auch noch Schweinefleisch oder Souvlaki und dann kommt das in diesen Pappdingern an oder auch Styropor und dein ganzes Essen ist irgendwie pappig. Pommes sowieso, die kannst du so wie sie sind eigentlich gleich brennen. Auch asiatisch ist auch so ein Essen, was ich mir nicht mehr bestelle, weil es, wenn es ankommt, einfach scheiße ist. Für mein Empfinden. Es kommt auch immer darauf an, wie lange. Na, also ich sag jetzt mal, wenn du dir das rechts halten. Zum Beispiel, du hast einen Griechen in der Nähe und holst dir das schnell raus und es ist so 5 Minuten in diesen Schachteln, dann geht das irgendwie noch. Aber wenn die so eine Viertelstunde unterwegs sind, dann hast du eigentlich schon verloren. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt bin ich hungry. Du bestellst immer direkt in der Nähe, genau aus den Gründen. Ja, ist so, ne?
habe ich eigentlich an Toleranz eingestellt? Ich glaube 5 km/h, ne? Dann könnte ich doch jetzt auch 85 fahren und würde keinen Ärger kriegen, oder? Bitte links halten. Ist das System hier so? Schnell, 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 schnell. Muss ja eigentlich, ne? Bitte links halten. Keine Ahnung, ab wann du geblitzt bist. Naja, ich gehe jetzt davon aus, ist die Toleranz. Probieren wir es einfach mal aus. Fahren wir mal 84. Mal sehen, was passiert. Verbraten wir einfach mal die Einnahmen der Mitarbeiter, indem wir ein bisschen schneller fahren. Hä? Hat er den nicht gesetzt? Oh Mann. Was ist, worauf muss ich achten? Ah, in der Mitte. Okay. Ja, ich habe eben auf die falsche Anzeige geguckt. Ich habe auf die Anzeige geguckt und dachte, das ist mein Tempomat, aber der ist ja da in der Mitte. Deswegen, das war mein Fehler eben. Das ist einfach nur meine kmh-Anzeige da. Oh, Alter, bin gerade voll hier rüber gedriftet. Gerade 300 Leute in den Tod ziehen können. Wir sind auch bald da. Auch bald so viel Geld, dass wir nochmal wieder den Truck upgraden können. Aber das Ding ist, das Upgraden ist ja, oh, man muss ja erstmal leveln. Weil, ja, ist halt so, ne? Ist ja noch nicht Friel, ja. Oh Mann. Ist ja noch nicht viel freigeschaltet für die Trucks. Sorry. Rechts halten. Ich bin bei 12, glaube ich, oder? Vielleicht sogar erst bei 11? Oder 13? Müsste ich gleich mal gucken. Nimm die Ausfahrt rechts. Da hinten ist es Linz. Am Level 35 ist Ende, ab da bekommst du nichts mehr. Okay, das ist ja eigentlich absehbar, ne? Gut, wahrscheinlich ist ja normal, umso höher das Level, umso schwieriger ist
ist es dahin zu kommen, ne? Und zum nächsten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh Gott! Ich doch. Ja, das ist jetzt nochmal schwer. Ist rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Ja, das ist ein Wunder. Ach, Gott. Da hat er auf einmal so viel Gas gegeben, damit habe ich ja gar nicht gerechnet mehr. Konzentration. Zack, drin sind wir. Oder? Bin die gebimmelt? Ich dachte, was Wichtiges. Nö, Level 13. Nee, gar nicht. Level 12. Ich glaube, bei Level 12 sind wieder neue Sachen im Shop. Für den Truck. Ich weiß ja nicht, ob ich zerbrechliche Fracht fahren sollte, ne? Aber...